Am 3.2.2023 um 15.51 Uhr ging ein Notruf eines Mitarbeiters einer Autowerkstatt auf der Vogelsanger Straße in Köln-Bickendorf in der Leitstelle der Feuerwehr ein. Dieser schilderte, dass es bei Schweißarbeiten an einem PKW auf einer Hebebühne zu einem Brand gekommen sei. Durch die Leitstellenmitarbeiter wurde sofort ein Durchzug zur Einsatzstelle alarmiert. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stellte sich heraus, dass die Halle bereits in Vollbrand stand. Daher wurde durch den Einsatzleiter vor Ort die Alarmstufe auf Feuer 2 erhöht. Mit mehreren Trupps und zwei Drehleitern wurden Löschangriffe von innen und außen vorgenommen. Aufgrund der schlechten örtlichen Löschwasserversorgung wurde eine Komponente der Freiwilligen Feuerwehr zur Löschwasserförderung über lange Wegstrecken alarmiert. Das Feuer konnte bereits nach ca. einer Stunde unter Kontrolle gebracht werden. Die Löscharbeiten zogen sich aber trotzdem über mehrere Stunden hin. Im Einsatz waren der OV und BVA 2, Kräfte der Feuer- und Rettungswachen Ehrenfeld, Lindenthal, Innenstand, Weiler Volkhofen, Weidenpech, Marienburg sowie der Löschgruppen Longerich, Löwenich und Rodenkirchen und der Polizei. Natürlich würde ich mich darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, falls ihr das noch nicht getan habt, und euch auch weitere Videos von mir anschaut.